So, ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wo der Troll denn so wohnt. Und zum Glück haben wir einen Immobilienmakler gefunden, der uns da jetzt ein bisschen Informationen drüber gibt. Und ich freue mich hier auf den Vortrag. Ich weiß, wo du wohnst, über den Aufenthalt des Trolls von Tom Poljanschek. Viel Spaß. Ja, also vielen Dank erstmal an die Orga für die Ausrichtung hier der zweiten Trollkon. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Ich will heute sprechen über den Aufenthalt des Trolls und zwar unter dem Titel Ich weiß, wo du wohnst. Ich habe euch einen kleinen Fahrplan mitgebracht. Ich hoffe, dass wir das alles innerhalb der nächsten 40 Minuten, würde ich mal rechnen, schaffen. Ich werde erst einen kleinen Vorspann einbauen und zwar will ich da sprechen über das Selbstverständliche oder die Selbstverständlichkeit, weil ich glaube, dass Trollkommunikation eigentlich nur vor dem Hintergrund des Selbstverständlichen verstehbar ist. Dann werde ich Trolling als Stolperhilfe beschreiben oder zu beschreiben versuchen, dann den Aufenthalt des Trolls genauer bestimmen und Trolling als parasitäre Kommunikation definieren. Am Ende komme ich dann noch zu sprechen auf Trolling als Ideal und Lebensform. Da spreche ich dann noch über Selbstentsicherung und sich selbst tragende Rede. Das wird dann hoffentlich klarer werden, was ich darunter verstehe. Ein bisschen muss ich noch zum Vorspann sagen, dass ich letztes Mal ja vor allem versucht habe, Trolling auch als vor allem positives Phänomen zu beschreiben, dass quasi dem irgendwie eine Art von aufklärerischer Dimension zukommt. Heute will ich Trolling ein bisschen ambivalenter beschreiben und wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht es ein bisschen in die Richtung von dem, was Christopher Lauer gestern auch in der Keynote schon gesagt hatte. Wir werden sehen, ob sich da vielleicht Anschlüsse ergeben könnten. Ich komme erstmal zum ersten Teil über das Selbstverständliche. Das Selbstverständliche möchte ich erstmal definieren oder motivieren und zwar dadurch, dass man sich erstmal klar macht, dass unser Leben, also das Leben von Menschen, zu einem weiten Teil von stabilisierenden Erwartungen und impliziten Routinen getragen ist. Das heißt, Menschen neigen dazu, quasi sich in ihrem alltäglichen Vollzügen Dinge anzugewöhnen, anzueignen, die sie dann als Selbstverständlichkeiten voraussetzen. Diese Selbstverständlichkeiten ermöglichen Handlungssicherheit und Erwartungssicherheit. Sie geben uns quasi so eine Art von grundsätzlicher Navigationsfähigkeit im Leben. Sie etablieren, so könnte man mit einem Begriff von dem Anthropologen Helmut Plessner sagen, Zonen der Vertrautheit. Das heißt Bereiche, innerhalb derer man von bestimmten Erwartungen und Annahmen einfach ausgeht. Also zum Beispiel, dass wenn wir miteinander kommunizieren, wir im Normalfall, also in den allermeisten Fällen ehrlich kommunizieren, dass Schwerkraft in der Welt ist und so weiter. All solche Dinge sind Dinge, die wir als in der Zone der Vertrautheit schlicht voraussetzen und die wir uns nicht nochmal eigens bewusst machen müssen. Das heißt, die sind einfach da. Phänomenologen würden sagen, das sind alles unthematische Voraussetzungen unseres Existierens oder unseres Lebens. Ich habe da ein Zitat mitgebracht von dem Anthropologen Helmut Plessner. Nur kurz zwischendrin, wir können das gerne interaktiv gestalten. Wenn ich irgendwas sage oder Quatsche, das nicht ganz verstehbar ist, dann bitte einfach direkt nachfragen, intervenieren, damit wir das dann sofort klären können. Gibt es da bisher irgendwelche Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten? Ich lese kurz das Zitat vor. Im vertrauten Milieu der Heimat werden wir alles mehr oder weniger selbstverständlich finden, womit die Fraglosigkeit des täglichen Umgangs die Unnachdrücklichkeit der Begegnung mit den Menschen und ihren Anliegen zu erkennen gibt. Alles geht wie von selbst, natürlich, als ob es so sein müsste und auch wir gehen auf den vertrauten Wegen, ohne viel zu sehen. Die Macht der Gewohnheit lässt die sinnliche Anschauung verkümmern. Die Idee, die Plessner hier hat, ist einfach, dass wir uns quasi durch Routinen, durch Gewohnheiten dazu tendieren, gewissermaßen bewusstlos in der Welt zu agieren. Wir nehmen nicht mehr so viel wahr, weil wir nicht mehr so viel wahrnehmen müssen. Und weil wir das meiste von dem, was geschieht, als normal erwarten. Es gibt da keine Überraschungen. Der Mensch hat also als ein Gewohnheitswesen eine Art natürlichen Hang zur Apathie, könnte man sagen. Wenn er bestimmte Handlungen, quasi zum Beispiel Laufen, einfach routiniert lernt, dann muss er nicht nochmal extra darüber nachdenken, was er tut, wenn er läuft. Er hat quasi Aufmerksamkeit frei, die er nicht für das Laufen investieren muss und die er dann auf anderes richten kann, während er aber gleichzeitig nicht mehr über das nachdenken muss, was er eigentlich tut. Das heißt,
dass das Selbstverständliche normalerweise unsichtbar ist. Ich habe schon gesagt, die Phänomenologen würden hier davon sprechen, dass es unthematisch ist. Wir müssen es uns nicht nochmal eigens bewusst machen. Es liefert also den tragenden Grund, auf den wir uns im Alltag verlassen können. Und es hat die Form impliziter Regeln, also des Handelns, der Kommunikation und so weiter. Ich bin schon darauf eingegangen, dass quasi das alltägliche Leben nicht immer nur quasi reibungsfrei läuft, sondern es gibt Momente, in denen die alltägliche Routine ins Stolpern gerät. Und das sind solche Momente, in denen irritierende, verunsichernde Dinge sich ereignen, mit denen man nicht gerechnet hatte. So, das Stolpern selbst quasi ist so ein Fall. Normalerweise muss man kein Bewusstsein darauf investieren, dass man läuft, aber wenn man stolpert, muss man quasi mit Aufmerksamkeit nochmal das eigene Gehen begleiten. Das heißt, dass Stolpern so etwas ist wie eine irritierende bis verunsichernde Unterbrechung des Kontinuums der Selbstverständlichkeit. Aus der Ideengeschichte kann man vielleicht zwei paradigmatische Stolperfälle heranziehen, um das noch ein bisschen besser zu plausibilisieren. Zum einen gibt es die Geschichte des stolpernden Tausendfüßlers. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Da treffen sich zwei Tiere. Eines davon ist ein Tausendfüßler und das andere Tier fragt den Tausendfüßler, wie machst du es eigentlich, dass du läufst? Und ab dem Moment beginnt der Tausendfüßler auf sein Laufen zu reflektieren und stolpert. Ja, kann nicht mehr weiterlaufen, weil er versucht, das bewusst zu tun, was er normalerweise selbstverständlicherweise kann. Und das andere Beispiel ist eine kurze Erzählung von Heinrich von Kleist. Ich weiß nicht, ob die euch vertraut ist. Wenn nicht, die ist sehr schnell zu lesen und sehr interessant. Da habe ich zwei längere Zitate daraus mitgebracht, die ich euch vorlesen will. Es geht hier um ein Gespräch zwischen zwei Personen. Und die eine Person redet mit der anderen über eine Szene, die wie folgt sich zugetragen hat. Zitat: Ich sagte, dass ich gar wohl wüsste, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen, also in den quasi selbstverständlichen Routinen, das Bewusstsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bekanntschaft hätte durch eine bloße Bemerkung gleichsam vor meinen Augen seine Unschuld verloren und das Paradies derselben trotz aller ersinnlichen Bemühungen nachher niemals wiedergefunden. Und jetzt kommt die konkrete Erzählung. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa 3 Jahren mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem 16. Jahre stehen und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken. Entschuldigt bitte diese, das ist aber auch die einzige Textwüste, die ich mitgebracht habe. Es traf sich, dass wir gerade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem Fuß zieht. Der Abguss der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht. Doch sei es, und hier kommt jetzt die wichtige Stelle, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen, ich lachte und erwiderte, er sehe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum zweiten Mal, um es mir zu zeigen, doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, missglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum dritten und vierten, er hob ihn wohl noch 10 Mal, umsonst, er war außerstande, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen. Was sage ich? Die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, dass ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten. Ich glaube, dass man auch in dieser Szene quasi schon ein Paradigma für das sehen kann, was wir normalerweise als Trollkommunikation beschreiben. Sogar eine verhältnismäßig raffinierte Form von Trollkommunikation, weil hier der mit dem Jüngling sprechende junge Mann, müssen wir annehmen, dem Jüngling selbst eine Art Beobachtungsapparat in den Kopf stellt, quasi einfach, indem er ihn da auf seine Bewegung hin befragt und ihn so dazu zwingt, quasi aus seiner Routine aus dem Tritt zu geraten. Solche Fälle von Stolpern gelten allgemein, und hier komme ich quasi auch noch auf mein Herz- und Nieren-Thema kurz zu sprechen, als Anfang der Philosophie, könnte man sagen. Ich habe nochmal ein Zitat von Plessner mitgebracht. Da heißt es, man muss mit der Zone der Vertrautheit fremd geworden sein, um sie wieder sehen zu können. Die Kunst des entfremdeten Blicks erfüllt darum eine unerlässliche Voraussetzung allen echten Verstehens. Ohne Befremden kein Verständnis. Und wenn wir das auf Trollkommunikation übertragen wollen, dann könnte man sagen, dass der Troll eine Art Inszenierung solcher Stolpersituationen erzeugt
und dadurch eine Art Erkenntniseffekt ermöglicht, indem dasjenige, was normalerweise selbstverständlich unthematisch war, bewusst in den Blick gehoben wird. Das heißt, es ist eine Art von Erkenntnisvorgang, den der Troll durch Inszenierung einer Stolpersituation provoziert. Bei Aristoteles heißt es auch, um nochmal zu motivieren, weshalb solche Fälle von Stolpern etwas mit Erkenntnis oder sogar mit Philosophie zu tun haben, Zitat, denn Verwunderung, Taumatzein, veranlasste zuerst wie noch jetzt die Menschen zum Philosophieren. Und zwar, indem man anfangs über die unmittelbar sich darbietenden, unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, dann allmählich Fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ. Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt sie nicht zu kennen. Der wichtige Aspekt hier von dem Aristoteles-Zitat ist, dass die Dinge, die uns quasi zum Philosophieren, zum Nachdenken, zum Bewusstwerden provozieren, Irritationen sind, also Elemente, mit denen wir nicht gerechnet hatten, die nicht in das Kontinuum der Selbstverständlichkeit hineingehören, sich dort nicht hineinfügen und so quasi die Normalitätserwartungen unterlaufen. Ich komme jetzt zum zweiten Kapitel, Trolling als Stolperhilfe. Ich habe da erst nochmal eine kleine Rückblende mitgebracht. Und zwar war das der Versuch der Definition von Trolling, die ich beim letzten Vortrag versucht hatte. Da hatte ich auf die Frage, was macht ein Troll, die Definition vorgeschlagen, dass Trolling heißt, Inszenierung einer Wirklichkeit oder Situation mit dem Ziel der Provokation einer bestimmten emotionalen Reaktion eines anderen unter Zuhilfenahme eines Interface. Und Interface hatte ich damals bestimmt als eine technische Verhinderung der Wiederadressierbarkeit dessen, der da spricht. Das heißt, ich benutze so eine Art Maske einfach. Probleme dieser Definition scheinen mir zu sein, dass, wie man das jetzt an den Beispielen vielleicht schon ein bisschen erahnt, die Wirklichkeit, auf die sich der Troll bezieht, nicht erst inszeniert werden muss. Der Troll quasi arbeitet systematisch mit dem Kontinuum der Selbstverständlichkeit. Das Selbstverständliche ist eigentlich der Bereich, den er sich zunutze macht. Deswegen ist es ein bisschen überbetont, dass hier ein inszenierender Charakter mit im Spiel ist, obwohl auch das, glaube ich, wichtig ist. Und die andere Sache ist, und das scheint mir auch ein wichtiger Aspekt zu sein, ich glaube, wenn wir über Trollkommunikation nachdenken, dann sollten wir im Auge behalten, dass es sich nicht unbedingt um ein völlig neues Phänomen handeln muss, sondern dass es quasi im Alltag oder auch in der Geschichte schon viele Fälle von Trolling gibt, die uns helfen zu verstehen, wie dieses Phänomen eigentlich funktioniert. Und deshalb wollte ich hier quasi das ein bisschen nochmal ausweiten und diese Definition des Interface würde quasi sich nur auf Trolling im Internet beziehen. Das wäre dann so. Das wären zwei Kritikpunkte an der Definition, die ich damals vorgeschlagen hatte. Alternativ würde ich heute vorschlagen, dass der Troll also die Zonen der Vertrautheit und Selbstverständlichkeit nutzt, um sein Gegenüber zum Stolpern zu bringen. Der Troll ist also in gewisser Weise immer einen Schritt voraus. Er erzeugt Wachheit durch Unterbrechung des Kontinuums der Selbstverständlichkeit. Er macht die Selbstverständlichkeit als bloße Selbstverständlichkeit sichtbar, indem er nämlich die quasi Normalerwartungen unterläuft und so den anderen dazu zwingt, das, was er normalerweise als selbstverständlich vorausgesetzt hatte, nochmal bewusst in den Blick zu heben und zu sehen, dass es auch andere Alternativen gegeben hätte. Zum Beispiel, dass der andere nicht ehrlich mit mir kommuniziert, nicht als der, der er selber ist, sondern als jemand ganz anders, der versucht, meine Erwartungen zu provozieren und mich so dazu zwingt, auf die Normalerwartungen zu reflektieren. Durch die Etablierung dieses minimalen Vorsprungs verschafft sich der Troll scheinbare Souveränitätsgewinne. Es ist ganz einfach, quasi wenn ich so mit dem anderen umgehe, dass ich seine Normalerwartungen quasi miterwarte und mich selbst so verhalte, als würde ich mich auch in der Zone der Vertrautheit bewegen, dann kann ich davon ausgehen, dass der andere so handeln wird, wie er eben normalerweise handeln wird. Das ist eine ganz große Trivialität. Und weil der Troll aber das nur als Maske benutzt, kann er quasi dem anderen immer einen Schritt voraus sein. Der Troll hat also eine verunsichernde und eine aufklärerische Funktion zugleich. Auf der einen Seite unterwandert er das Vertrauen der Menschen in die Normalerwartungen, die sie haben. Und auf der anderen Seite erzeugt es eben diesen Erkenntniseffekt. Gibt es bis zu der Stelle vielleicht schon Rückfragen, Verständnisschwierigkeiten oder ist das nicht ganz klar geworden? Gut. Dann komme ich jetzt auf den Aufenthalt des Trolls zu sprechen und versuche Trolling als parasitäre Kommunikation zu bestimmen.
Die Frage, die sich stellt, ist eigentlich, von wo aus spricht ein Troll? Was ist also der Ort, quasi, an dem er sich aufhält, von dem aus er uns mit seinen Irritationen provoziert und konfrontiert? Wie ich schon gesagt hatte, nutzt der Troll die Zone der Vertrautheit. Und ich würde sagen, er richtet sich in einem Außerhalb, innerhalb dieser Zone ein. Sofern er eben das Spiel quasi der Selbstverständlichkeit mitspielt und zugleich die Szene beobachtet, als wäre er auch noch anderswo. Das heißt, er ist irgendwie mit dabei und gleichzeitig auch noch draußen. Er spricht also aus einem immanenten Hinterhalt. Der Troll weiß quasi, dass das, was er vorgibt zu tun, nicht das ist, nicht ganz das ist, was er wirklich tut. Insofern quasi installiert er in der Situation selbst einen Hinterhalt. Er ist quasi drinnen und draußen zugleich. Und wer philosophische Terminologie mag, der könnte davon sprechen, dass der Troll eine immanente Transzendenz installiert in der Situation. Das muss man aber nicht sagen. Das heißt, er verhält sich, als halte er sich mit den anderen in der gewöhnlichen Zone der Vertrautheit auf und beobachtet die Szene zugleich wie von außen, um den anderen früher oder später stolpern zu lassen. Trollkommunikation ist insofern parasitär. Das ist jetzt erstmal nicht wertend gemeint, sondern einfach nur systematisch. Trollkommunikation lebt von den etablierten Ordnungen, die in den Zonen der Vertrautheit vorherrschen. Die Trolle brauchen diese Ordnung, um sich in ihnen außerhalb ihrer selbst zu installieren. Das heißt, der Troll funktioniert nur, er kann nur sozusagen Trollkommunikation betreiben, wenn er weiß, dass es solche Zonen der Vertrautheit gibt, in denen sich die anderen zunächst und zumeist, also die meiste Zeit, bewegen. Insofern ist Trollkommunikation keine selbstständige, sondern könnte man sagen eine fremdständige Kommunikationsform. Der Troll kommuniziert aus einem immanenten Hinterhalt. Trollkommunikation ist hinterhältig. Und das ist jetzt auch nur sozusagen theoretisch gemeint. Das muss nicht unbedingt wertend sein. Ich komme auf den vierten Punkt zu sprechen. Ich werde ja wahnsinnig sehr viel schneller durch sein, als ich dachte. Was ja nichts macht, dann können wir da länger drüber diskutieren. Und zwar möchte ich noch ein bisschen sprechen über Trolling als Ideal und Lebensform. Und zwar unter den Titeln Selbstentsicherung und sich selbst tragende Rede. Es gibt Leute, die davon ausgehen, dass Trollkommunikation in irgendeiner Weise quasi ein Ideal ist oder etwas, um das wir heutzutage nicht mehr herumkommen, dem wir uns stellen müssen und dem wir uns dann quasi vollständig ausliefern müssten. Ich glaube, Klaus Kusanowski würde so etwa eine Position vertreten. Ich würde demgegenüber allerdings sagen, dass sofern Trollkommunikation parasitär ist, also in dem Sinne, den ich vorhin angesprochen hatte, sie einen bloß negativen bzw. kritischen Charakter hat. Sie ist nicht selbst in der Lage, alternative Ordnungen zu etablieren, sofern sie quasi immer nur von den Zonen der Vertrautheit der anderen lebt und auch nur da quasi ihre irritierenden Effekte zeitigen kann. Sie lebt von den Zonen der Vertrautheit der anderen. Ihre scheinbaren Souveränitätsgewinne erkauft sie sich durch Virtualisierung der eigenen Gegenwart. Das ist auch ein theoretischer Begriff. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Troll, obwohl er in der Kommunikationssituation ist, gleichzeitig immer auch außerhalb ist und insofern die Gegenwart für sich selbst virtuell macht, als bloß mögliche Gegenwart erlebt. Der Troll ist also überall nirgendwo. Das ist, glaube ich, der Ort, von dem aus der Troll spricht. Und ich glaube, das ist auch das Problem, das kann man häufiger beobachten, zum Beispiel bei Menschen, die sehr viel ironisch sind. Oder auch manchmal merkt man das an Comedians, die sich quasi zu sehr in ihre Rolle verstrickt haben, dass die irgendwann nicht mehr in der Lage sind, außerhalb der Rolle zu sprechen. Das heißt, sie geben dann keine Interviews mehr ernsthaft, es funktioniert nicht mehr, sie sind quasi in ihrem Rollenzwang selber verstrickt und kommen so aus dieser Situation, aus dieser immanenten Transzendenz nicht mehr heraus. Ja, sie verlieren sich quasi und besonders bei manchen ironischen Menschen kann man das auch beobachten, dass die im Grunde gar nicht mehr authentisch sozusagen oder ehrlich kommunizieren können, weil sie sich sozusagen in der permanenten Ironie selber verstrickt haben und im Grunde so selbst heimatlos werden. Das ist aber eine weitgehende psychologische These, die ich unter Umständen auch aufzugeben bereit wäre. So, ja. Ja, absolut, genau.
Genau, ich meine, es ist irgendwann so, dass die Imago, also das Bild von sich selbst, das man aufbaut, was quasi immer ja eine Art Maske ist. Ich meine, Persona, das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, ist ursprünglich ja der Begriff für Maske. Persona heißt eigentlich quasi die Maske, die ein Schauspieler trägt. Und was wir heute als Person bezeichnen, ist im Grunde auch quasi immer eine Art von inszenierter Maske, Persönlichkeit. Wenn ich aber die schon quasi als ironisch oder natürlich als betrügerisch quasi immer selber lebe, verstricke ich mich selbst hinein und komme irgendwann nicht umhin, da quasi wieder raus. Also ich komme nicht mehr aus der Maske selber raus. Genau, ich würde das auch so beschreiben. Ja? Aha. Der Existenz sagt, dass allein für die Annahme eines eigenen Egos einen Betrug darstellt, wenn man sich als Berichtiger wahrnimmt. Genau. Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also, wenn man sagt, dass die Annahme der eigenen Persönlichkeit quasi im Sinne einer konsistenten Person schon eine Art Betrug ist, ich glaube, dann spricht man genau über diesen Maskencharakter des öffentlichen Selbst, den wir eigentlich immer schon auch im Alltag erleben. Quasi, wir sind auf eine bestimmte Rolle innerhalb sozialer Kreise festgelegt und die Rolle ist manchmal sozusagen auch stärker als wir selbst. Wir kommen dann fast nicht mehr raus. Und genau in so eine Richtung geht quasi jetzt auch mein positiver Vorschlag, der quasi gegenüber diesen eher kritischen Dimensionen einen positiven Begriff des Trolling etablieren will. Hier will ich sprechen über Trolling als eine Selbsttechnik. Dazu ist vielleicht zunächst mal wichtig, quasi wenn man über Phänomene wie Trolling nachdenken will, dass man, zumindest würde ich das vorschlagen, eine Normaltheorie von einer Idealtheorie des Trolls unterscheidet. Was ich damit meine, ist relativ einfach. Wenn man eine Theorie dessen machen will, was wir quasi so im Alltag sozusagen als insgesamt als Form von Trollkommunikation erleben, quasi eher vom empirischen Bestand her ausgehen, dann müssen wir, glaube ich, mitunter auch eine kritische Theorie des Trolling entwickeln, weil die meisten sozusagen Fälle von Trollkommunikation nicht besonders innovativ sind. Ja. Und von diesen verhältnismäßig naiven Souveränitätsgewinn leben, die man eben sehr schnell erzeugen kann, wenn man quasi sich innerhalb der Zonen der Vertrautheit der anderen bewegt. Ich glaube, das ist dann verhältnismäßig einfach und es ist auch quasi recht leicht für den Troll, das Gefühl zu haben, dass er eine souveräne Position einnimmt. Es ist sehr leicht quasi, auch zum Beispiel, wenn man ironisch mit anderen Menschen umgeht, ist es sehr leicht quasi diese Art von Souveränitätsgewinn für sich selbst zu erzeugen, weil man dem anderen quasi einen Schritt voraus war. Er wusste nicht, dass das, was man gesagt hat, obwohl man es ernst gesagt hat, ironisch gemeint war, als hätte er das überhaupt wissen können. Ja? Natürlich kann er das im Normalfall nicht wissen oder er kann es zumindest in vielen Fällen nicht wissen. Wenn jemand immer ironisch ist, kann er irgendwann erwarten, dass der andere ironisch ist und so weiter. Dann muss der Ironiker sich mehr Mühe geben, um wirklich wieder erfolgreich Ironiekommunikation zu betreiben. Genau, das wäre das eine Phänomen. Und eine Idealtheorie des Trolls auf der anderen Seite würde quasi bestimmte Züge des Trollphänomens isolieren und das würde mir hier vorschweben, die beispielsweise im Hinblick auf ihre erkenntnisfördernde Funktion unterstreichen und dann sagen, wir entwickeln eine Art Kriterium, mit dem wir in Zukunft unterscheiden können, was ein guter und was ein schlechter Troll ist. Und schlecht einfach nur im Sinne von nicht innovativ. Ich würde sagen, quasi Trollkommunikation, wenn sie gut sein will, muss sozusagen höchst innovativ sein und gerät dann tatsächlich in die Nähe einer künstlerischen Praxis, würde ich sagen. Ja? Und zum Thema gut, schlecht, wollte ich auch bemerken, dass er nur der Wandel beständig ist. Was heute gut ist, wo jetzt gut ist, kann eher schlecht sein, andersrum, oder kann man wollen. Absolut, ja. Also, dass natürlich die Kategorien schlecht und gut sich wandeln können, zumindest von der Art her, wie sie in der Gesellschaft gebraucht werden, das ist, glaube ich, klar. Und in der Hinsicht kann auch der Troll, glaube ich, eine interessante Funktion erfüllen, indem er quasi jenseits der Zonen der Vertrautheit, in denen wir uns normalerweise bewegen, quasi die Latenz öffnet, die Latenz der Möglichkeiten, die auch noch möglich gewesen wären. Ich meine, das ist ja immer das Problem quasi bei der Etablierung von Zonen der Vertrautheit. Es handelt sich da immer um Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir erwarten im Normalfall, dass Gravitation draußen herrschen würde. Natürlich könnte es auch anders sein. Und dieses auch anders sein können, sozusagen wandert normalerweise in die Latenz, ist quasi nicht mehr sichtbar. Und in Bezug auf andere Phänomene, die wir besser beeinflussen können als Gravitation, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf diese Alternativität hin und wieder hinweist. Und da nimmt, glaube ich, Trollkommunikation eine wichtige Funktion ein, dass sie quasi die Möglichkeit der Alternative immer wieder offen hält. Das Problem aber dabei wiederum ist, glaube ich, dass wenn man Trollkommunikation da isoliert betrachtet, wir in der Trollkommunikation keine wirklichen Alternativen etablieren können, weil Trollkommunikation sozusagen grundsätzlich unzuverlässig ist
und parasitär. Und ich glaube, dass man mit so einer Form von Kommunikation keine wirklichen Alternativen etablieren kann. Man quasi, kann quasi nur leer darauf verweisen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Das ist aber erstmal gut, weil es die Menschen sozusagen dazu provoziert, über Möglichkeiten nachzudenken. Aber es ist kein Gegenentwurf. Und davor würde ich warnen, quasi, dass man denkt, Trollkommunikation selber könnten wir jetzt einfach so zum Ideal erheben und sagen, so funktioniert es, so funktioniert die alternative Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass die funktioniert, ohne quasi neue Zonen der Vertrautheit zu etablieren. Aber es ist vielleicht gut, wenn man die quasi bewusst etabliert. Und dazu eben noch mal eine Reflexion auf diejenigen Dinge, die man dann als Selbstverständlichkeiten akzeptieren will. War noch mal eine Rückfrage? Ja, also das kann ich bestätigen. Also durch die Trollerei, ja, werden Inspirationen freigesetzt. Ganz klar. Genau, also Provokation. Genau, die Provokation. Genau, die Provokation eröffnet alternative Spielräume, alternative Rekombinationen und so weiter. Aber sie ist in sich selbst, glaube ich, nicht in der Lage, stabile Alternativen zu etablieren. Und zwar gerade deshalb, weil der große Teil der Trollkommunikation immer, wie gesagt, parasitär ist und sich in gewisser Weise immer an der Selbstverständlichkeit der anderen bedient, ja? Und sich dann da selbst einnistet. So. Was wäre jetzt aber ein idealer Troll? Ich glaube, ein Troll, der nicht parasitär an den Zonen der Vertrautheit der anderen partizipiert, muss vor allem und zuerst sich selbst trollen. Troll dich selbst, wäre sozusagen dann der Imperativ für eine Form von Trollkommunikation, von der ich denke, dass sie produktiv und auch in irgendeiner Weise kreativ und inspirierend sein könnte. Was soll das aber heißen, quasi troll dich vor allem selbst? Da habe ich noch ein kurzes Zitat von Nietzsche mitgebracht, von dem ich glaube, dass man ihn quasi in so einem Format auch als eine Art von Selbsttroll bezeichnen kann. Zitat: Nie etwas zurückhalten oder dir verschweigen, was gegen deinen Gedanken gedacht werden kann. Gelobe es dir, es gehört zur ersten Redlichkeit des Denkens. Das heißt, wer beginnt, sich selber zu trollen, der stellt immer und permanent quasi die eigenen Zonen der Vertrautheit in Frage. Er sucht quasi permanent nach den eigenen blinden Flecken, könnte man systemtheoretisch sagen, der eigenen Latenz und versucht, mögliche Alternativen quasi sich wieder zugänglich zu machen, sich wieder anzueignen. Und bewegt sich aber dann, und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das wirklich zu tun, weil wir alle quasi von solchen Zonen der Vertrautheit leben und die brauchen quasi, um unseren Alltag überhaupt aufrechtzuerhalten. Wer quasi hier zu viel aufgibt, zu viel Zone der Vertrautheit quasi destabilisiert, indem er permanent gegen sich selbst zu trollen beginnt, der könnte schnell irritiert und verwirrt werden, selbstorientierungslos. Ich glaube, wenn man das quasi ernst als Selbsttechnik betreiben wollte, dann muss man aufpassen, wie weit man damit gehen will. Und das ist dann zum Beispiel auch eine Frage im Hinblick auf, gehen wir davon aus, dass wir Subjekte sind oder nicht? Wollen wir, wie viel davon können wir aufgeben in konkreter Lebenspraxis, ohne selbst wirr oder seltsam zu werden? Und das Schlimme ist ja sozusagen, selbst bei aller Kritik an der Konsistenz der Person oder an der Fiktion, dass man eine Person sei, ist es ja doch, wenn man sich ehrlich beobachtet, erschreckenderweise meistens so, dass man sich sozusagen tagtäglich immer wieder als denselben vorfindet. Und zwar gerade in Bezug auf die Gewohnheiten, die man hat, die Routinen, die man macht, die inneren Widerstände, die man in sich selbst antrifft. Ich glaube, da ist quasi so eine Art von Basiskonsistenz gewährt, auch wenn man das quasi nicht im Sinne einer einheitlichen Person, die man selber ist, ausinterpretieren muss. Ja? Das ist genau die Frage. Und ich glaube, an der Stelle ist quasi die Trollkommunikation auch so wertvoll und so interessant. Die Frage war, ob diese Gewohnheiten von außen aufgezwungen sind oder ob man sie sich selbst gewählt hat. Und ich glaube, dass jemand, der sich selbst quasi permanent durch diese Trollfrage, durch quasi die Installation eines inneren Beobachters, der quasi permanent kritische Fragen an das eigene Tun stellt, wenn man nicht handlungsunfähig wird, dann wenigstens in der Lage ist, quasi die eigenen Selbstverständlichkeiten zu sehen und möglicherweise sogar zu transformieren. Das wäre eben die Frage, ob da nicht eine Möglichkeit der Selbstaneignung angelegt ist, die gerade aus denjenigen, ich meine, wir erwerben alle erstmal im Laufe unseres Lebens Gewohnheiten, mit denen wir dann, die uns dann quasi imprägniert sind, die uns aufgeprägt worden sind. Ich glaube aber, dass es einen Spielraum der Veränderbarkeit gibt, der quasi freigeschaltet wird, wenn man in dieser Art der Trollfrage quasi sich permanent in Frage stellt und die eigenen Gewohnheiten destabilisiert. Wäre das eine
Möglichkeit? Ich wollte nur sagen, dass so weit das nicht geht. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich denke, weil ich heute dasselbe mache wie gestern, heißt es nicht, dass ich dieselbe Person bin und das ist auch nicht so, dass ich das denke, sondern dass halt mein Bewegungsmuster, das Bewegungsmuster ist selber, aber nicht nur ich kann sagen, dass es mein eigenes ist, weil. Genau, genau. Also, dass diese Bewegungsmuster nicht meine eigenen sind, das könnte man wahrscheinlich weitestgehend unterschreiben. Dann aber die Frage, quasi, gibt es die Möglichkeit, sich selbst solche Routinen bewusst anzueignen und dann quasi in eine Lage zu kommen, in der man nicht mehr sagen muss, man ist quasi nur von was auch immer, gesellschaftlichen, biologischen, genetischen Dingen determiniert in dem, was man alltäglich ist. Das ist halt einfach die Frage, ob man da an einen Spielraum glaubt oder nicht. Ja. Da wird ja auch diesen Robotern Erinnerungen eingetrichtert, dass sie halt schon. Dass sie ein ganzes Leben haben, ja. 38 aufstehen und 36 lachen, was auch immer. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sie eine Identität sind. Deswegen bin ich bei dieser Aussage, okay, weil nur weil ich halt ein Gewohnheitstier bin, dass ich meine, dass ich das gewöhnlich tue, dass ich das bin, ist dann in dem Film jedenfalls. Ja. Ja, dazu, ja. Fallen dazu nur zwei Sachen gerade zu ein. Das eine ist. Es gab jetzt jüngst, es gibt jüngst Forschungen über die Identifizierbarkeit von Nutzern über ihren TIP-Rhythmus. Das wird mittlerweile auch als Identifizierungsmerkmal benutzt. Das heißt, dort habe ich Gewohnheiten, von denen, über die mir von außen zugeschrieben wird, ich habe eine feste Identität, ja, und auf die ich kaum Zugriff habe. Ja. Auf der anderen Seite gibt es mit den Körpertechniken von Moshe Feldenkrais, ja, Methoden, Bewegungsmuster willentlich zu ändern, die sehr weit funktionieren. Im Feldenkrais arbeiten sehr viele Schauspieler, genau um auch von außen, also sichtbare Bewegungsmuster, und unsere Wahrnehmung ist sehr fein, viel feiner, als wir uns darüber im Klaren sind, wenn wir sehen, jemand bewegt sich so oder so, ja, um quasi authentisch die eigenen Bewegungsmuster gestalten zu können, also einer Willkür unterwerfen zu können. Das geht durchaus. Genau, genau. Und ich würde quasi auch genau auf diesen Gedanken der Übung abheben an der Stelle. Das ist quasi, aber das muss dann ein Training sein. Und ich glaube, das ist häufig das Missverständnis, quasi ein theoretisches Missverständnis, was auch in der Philosophie häufig unterläuft, dass man denkt, nur durch Denken allein könnte man sich quasi da in einer fundamentalen Weise ändern. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, sondern man braucht tatsächlich Übungspraktiken, Aufmerksamkeitsübungen und so weiter, wenn man überhaupt quasi bis an diese Stelle dessen, was man selbst ist oder als dass man sich selbst vorfindet, je nachdem, welche Redeweise man da bevorzugt, erlebt, ne, um das zu verändern. Genau. Gut. Also, ein solcher Troll, würde ich sagen, richtet sich selbst außerhalb der eigenen Zonen der Vertrautheit ein, gegenüber sich selbst. Er unterscheidet sich also in sich selbst von sich selbst, und zwar permanent. Er erzeugt quasi eine Art von innerem Regress, was unglaublich anstrengend sein kann. Ich würde deshalb beschreiben, quasi wenn man Trolling in dieser Weise als Selbsttechnik versteht, das Trolling als eine Technik der Selbstentsicherung. Es ist quasi eine Art und Weise, die eigenen Gewohnheiten und Vertrautheiten permanent zu unterlaufen, und es gerät dann quasi das eigene Tun und Denken in eine Art Drift der Entsicherung, wenn man das ernsthaft betreibt. Es lebt nicht, also dieses Trolling, von den Selbstverständlichkeiten der anderen, sondern richtet sich selbst ein in einer Zone der Entselbstverständlichung, in der man quasi, und ich glaube, dass man Trollkommunikation auch schon in der anderen Form, die ich besprochen hatte, als eine Praxis der Entselbstverständlichung beschreiben kann. Quasi, indem Selbstverständlichkeiten unterwandert werden, die anderen zum Stolpern provoziert werden, wird das Selbstverständliche unselbstverständlich und fällt in dieser Weise erst nochmal besonders auf. Trolling wird also zu einer Form der hinterhaltlosen Kommunikation oder der nicht hinterhältigen Kommunikation, die sich selbst und die eigenen Selbstverständlichkeiten permanent aufs Spiel setzt. Die fragilen Zonen der Vertrautheit, die sie selbst erzeugt, ergeben sich dann nur noch im Spiel der Kommunikation und haben nur dort Bestand, zumindest sofern wir jetzt quasi Trolling als eine Kommunikationsform beschreiben und quasi nicht nur als diese Selbsttechnik. Man könnte hier auch an ein Konzept denken, über das Foucault viel geschrieben hat und das er aus der Antike gebraucht. Ich will da jetzt aber gar nicht viel drauf eingehen. Er nennt es dort Paresia. Wen das interessiert, der kann das bei Foucault beispielsweise in der Hermeneutik des Subjekts nachlesen. Gut, damit komme ich zu meiner letzten Folie und meinem letzten Zitat.
in dem es um die Frage geht, jetzt nochmal, wie das Verhältnis des Trolls zur Philosophie ist. Und es kursiert ja hin und wieder die These, dass Sokrates im Grunde schon ein idealer Troll gewesen sei, indem er gerade quasi die Athener Bürger durch Befragung dazu gebracht hat, dass sie ihre eigenen, das, was sie normalerweise als Selbstverständlichkeit vorfinden oder sozusagen annehmen, auf seine Selbstverständlichkeit oder auf seine Konsistenz hin reflektieren und dann sehen, es gibt allerlei Inkonsistenzen, die Leute sind nicht konsequent genug und so weiter. Und in diesem Sinne könnte man den Idealtroll, glaube ich, als einen Philosophen beschreiben. Und ich habe hier ein Zitat aus Platons Apologie des Sokrates mitgebracht. Wir wissen natürlich immer nicht, inwiefern die Sokrates-Darstellungen von Platon überhaupt authentisch sind, aber es ist halt nicht so viel, was wir von Sokrates direkt noch übrig haben. Deshalb müssen wir uns jetzt mit dem begnügen, glaube ich, an der Stelle. Ich lese das Zitat noch vor. Denn so, glaube ich, hat mich der Gott dieser Stadt beigegeben, als jemanden, der euch unentwegt aufrüttelt und mahnt und schilt jeden einzelnen von euch, indem er den lieben langen Tag überall an euch herantritt. Ein zweiter von dieser Art wird euch so leicht nicht erstehen, ihr Männer. Wenn ihr also auf mich hören wollt, dann schont ihr mich. Doch ihr seid vielleicht verärgert wie Schlummernde, die man weckt. Und ihr schlagt dann wohl zurück und verurteilt mich ohne Bedenken zum Tode. Aber dann werdet ihr gewiss den Rest eures Lebens im Schlaf verbringen, es sei denn, der Gott schickt euch in seiner Sorge um euch einen anderen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Rückfragen, Diskussionswünsche? Abgesehen davon, dass mich interessieren würde, was so die philosophische Gemeinschaft dazu meint, wenn sie als Idealtroll bezeichnet wird, wo man wahrscheinlich keine Aussage zu kriegen wird, ist diese ambivalente Sicht, die du auf den Troll hast, ja hauptsächlich dadurch, wenn ich das richtig verstanden habe, begründet, dass ein Troll zwar jemand anderen zum Stolpern bringen kann und damit eventuell auch positive Einflüsse haben kann für sich selbst, aber eigentlich nichts erreicht außer den Anschein eines Souveränitätsgewinns. Jetzt könnte man leicht romantisch ja sagen, ja okay, ein Troll ist halt jemand, der sich selbst aufopfert, sozusagen, um seine Umwelt irgendwie zum Stolpern zu bringen und voranzubringen und lebt halt damit, dass er selbst eigentlich auf der Stelle tritt. Dass es quasi so eine Art von Mission des Trolls ist, alle anderen zum Stolpern zu bringen. Ich glaube, dass man dem vielleicht was abgewinnen kann, aber ich sehe da ein Problem, und zwar gerade darin, dass der Troll sich diese Souveränitätsgewinne erschleicht, und zwar durch eine verhältnismäßig einfache Strategie. Und in dieser Geste quasi, in dieser wiederholten Geste, richtet er sich ja ein, und zwar indem er permanent quasi diese Souveränitätsgewinne abschöpft. Insofern würde ich zweifeln an sozusagen der Reinheit der Mission des Trolls und quasi die Frage stellen, ob dieser Troll in Bezug auf seine eigenen Selbstverständlichkeiten bereit ist, dasselbe zu tun, was er den anderen aufnötigt. Also ob das wirklich reziprok ist. Zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zum Glück habe ich ja hier nur den Idealtroll als Philosophen beschrieben und nicht die Philosophie als ideales Trolling. Ne? ich wäre mir unsicher, inwiefern Philosophen, ich bin ja auch selber einer, damit übereinstimmen würden. Das hängt aber damit zusammen, dass die Philosophie heutzutage vor allem sich als Theorie versteht und quasi die praktische Dimension, diese Übungsdimension aus dem Blick verloren hat. Es gibt aber Philosophen, Wilfried Sellers wäre ein Beispiel, die selber davon ausgehen, dass die Philosophie, dass es mitunter Aufgabe der Philosophie ist, diese Art von Stolpern, wie ich das beschrieben habe, hervorzurufen. Er sagt das auch ganz konkret so, quasi, dass der Philosoph verführt Leute dazu, vom Apfel der Erkenntnis zu essen, und dann beginnen sie, wie er sagt, to stumble on the familiar. Also das ist quasi genau diese Idee, sie beginnen zu stolpern, finden sich nicht mehr in der Selbstverständlichkeit ihrer Vollzüge wieder. Die Aufgabe der Philosophie ist dann aber, und hierin würde sich die Philosophie vom Trolling dann doch deutlich unterscheiden, dass sie Übersichten zu erzeugen versucht, die dann quasi wieder Selbstverständlichkeit herstellen.
Da wird quasi das Stolpern selbst nur als Übergangszustand gedacht, eine Art Irritation, die mir dies mir erst ermöglicht, quasi nochmal mir bewusst das anzueignen, was ich normalerweise selbstverständlich voraussetze. Und das kann man, glaube ich, im Hinblick auf den Troll eher nicht sagen, dass er versucht, quasi an irgendeiner Stelle wieder Übersicht herzustellen. Er genießt ja quasi das intermediäre Spiel, in dem er quasi diese kleinsten Differenzen permanent überall wieder erzeugen kann, um Souveränitätsgewinne abzuschöpfen. So, vielleicht. Ja? In deiner Definition eines Trolls habe ich so verstanden, dass da die Intention vorher da sein muss, dass er trollen will. Mhm. Wie passt da rein, dass man ja auch in Kommunikation nachträglich merken kann, dass man getrollt hat, obwohl das gar nicht bewusst war, beziehungsweise gar nicht achtet war? Ah, könntest du da ein konkretes Beispiel für finden, also wo man selber feststellt, dass man... Aha. Und ich da quasi so die Nadel war, die eine Diskussion angestochen hat, wo sich dann ein früheres Team wiedergefunden hat, das dann über ein früheres Projekt diskutiert hat, wo was schiefgelaufen ist, eben wegen Personenkontrollsystem, wovon ich gar keine Ahnung hatte, dass ja. Ich als Troll quasi die Nadel anstechen würde. Ah ja, genau, da würde ich quasi den Begriff des Trolling wahrscheinlich in zwei unterschiedliche Begriffe einfach aufteilen. Ich würde sagen, das war quasi in dem Moment funktional Trollkommunikation. Da könnte man so einen neutralen Begriff von Trolling, glaube ich, installieren in der Mittelsphäre, wenn es so wahrgenommen wird, dass die anderen zu stolpern beginnen. Ja. Man kann natürlich nicht selber kontrollieren, welche Kommunikationen, die man lanciert, solche Stolpereffekte erzeugen. Insofern gibt es da bestimmt noch Spielraum für so einen neutraleren Begriff des Trolling. Genau. Und ich gehe hier eher von der Intentionenseite aus. Das stimmt. Ja? Absolut, ja. Nicht nur vom Troll, sondern auch von den Getrollten. Ein Bild, in dem der Troll bewusst eigentlich eine Entgrenzung sucht und die Getrollten in der Lage sind, eine Entgrenzung konstruktiv anzunehmen. Ja. Die Alltagspraxis ist meist eine andere. Also genau. Der Troll ist mitnichten souverän, sondern häufig seinen eigenen Zwängen ausgeliefert, wie die dauerironischen Menschen, die... Ja. Ja, genau. Gehemmt sind oder so, während die Getrollten häufig die Entgrenzung ja auch erleben als zum Beispiel Störung einer Diskussion, einer Kommunikation, für die es eine Intention gibt, die dadurch unterlaufen wird. Ja? Also ich will über einen Sachverhalt diskutieren und jetzt kommt jemand und besetzt quasi die Diskussion dadurch, dass er immer vom Sachverhalt ablenkt. Genau. Die Diskussion über den Sachverhalt hätte auch offen sein können und braucht quasi die Störung. Die Störung ist quasi ein Gewinn auf einer fremden Ebene, die auf dieser fremden Ebene interessant wäre, aber wenn ich sage, ja, das eigentliche Thema ist mir jetzt gerade wichtig, auch kein Gewinn ist. Oder denken wir mal, der Gewinn ist nicht abschöpfbar. Absolut. Also das würde ich auch, ich würde das genauso sehen. Deswegen war es mir auch so wichtig, zwischen dem Real- oder dem Normalbegriff und dem Idealbegriff von Trolling zu unterscheiden. Weil ich glaube, dass es tatsächlich ein Problem mit der Romantisierung gibt. Also ganz, ganz konkret. Weil nämlich die meisten Phänomene, die wir als Trolling bezeichnen, dem Idealbegriff hier überhaupt nicht nahe kommen. Genau aus den beschriebenen Gründen. Und ich glaube aber, dass es quasi interessante Aspekte gibt, quasi wenn man Trolling als in dieser sozusagen Idealform beschreibt, weil Trolling sich dann eigentlich sehr nah annähert an bestimmte Formen der künstlerischen Praxis. Also man kann etwa denken an bestimmte Formen der Ready-Made-Kunst oder auch der Kunst quasi Street Art, wie sie im Alltag quasi solche Stolpermomente installiert, indem sie sozusagen Erwartungen unterwandert. Und ich glaube, dass das ein sehr interessantes Phänomen ist und das ist auch sozusagen Trollereignisse gibt, die unter diesen Begriff fallen würden, der große Teil aber nicht. Und deswegen wäre mir das wichtig, den Begriff des Idealtrolls gerade als ein Kriterium zu benutzen, um zu sagen, es gibt haufenweise sozusagen furchtbare, langweilige Trollerei, die nicht sozusagen, die wir deshalb nicht besonders ernst nehmen müssen. Und das war auch, darauf zielte auch vor allem der letzte Vortrag ab, dass man hier einfach Regeln braucht, um damit und quasi Umgangsformen sich aneignen muss. Zum Beispiel auch bestimmte Nicht-Provozierbarkeitsroutinen, bestimmte
innere Stabilisierung und so weiter, wenn wir mit realem, mit realer Unsinnstrollerei umgehen wollen. Und gleichzeitig aber gibt es, glaube ich, diesen interessanten Aspekt, der wichtig ist, in dem Trolling auch quasi eine Dimension der Wachheitserzeugung hat. Ja, genau. Ja. Nein, ich verstehe. Meine Frage ist ja aber auch, dass dieses abweichende Trolling, ja, dieses Infragestellen, dieses Aushebeln, kann es dann auch ein Expansionsfang sein? Das wäre die Frage, wäre halt, in welchem Kontext das dann kultiviert wird. Also wenn man so wie das vielleicht dem Kusanowski auch vorschweben würde, wenn man quasi Räume installiert, in denen sich quasi freiwillige Trolle zusammen auf Wahnsinnsexkursionen sozusagen begeben, um alles miteinander zu verknüpfen, ja, dann genau. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, dann das prominenteste Beispiel. Und da sieht man ja gerade an den Imageboards, sieht man ja, wie hochkreativ das auch mitunter ist. Ne? Dann finde ich das sinnvoll. Also man kann, wenn man in die Philosophie gehen will, wenn man sozusagen echte Trollphilosophie lesen will, dann kann man die 1000 Plateaus von Deleuze und Guattari lesen. Die machen im Grunde nichts anderes als so eine wirre sozusagen Rekombination, die sehr assoziativ ist, aber sozusagen Erkenntnisgewinne überall tatsächlich abwirft für jemanden, der sich darauf einlässt. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, das zu kultivieren. Die Frage ist nur, ist das überall notwendig und interessant? Ich glaube nicht. Auf keinen Fall. Ja. Ah ja, okay. Da wir uns ja nun selbstverständlich, also da wir ja erweckt werden müssen oder wach werden, ja, werden müssen, weil wir halt gewisse Arbeitszeiten haben und einen vorgelegten oder vorgegebenen Lebenslauf, ja, dann würde ich dann dieser Romantik, der wertvolle Philosoph oder Freud, ja, auch durchaus entsprechen und sagen, ja, lass uns mehr freuen, weil die Alternative dazu wirklich gegen Paragraph 13 als gut gesetzt wird, ist unschuldig, als Mensch nicht wach zu werden. Ja. Wach zu sein ist für mich eine Maschine. Kann man auch super tolle Sachen machen. Genau. Kann man einfach nur als Maschine machen. Aber dafür bin ich halt kein Mensch. Also, absolut. Lieber in der Wahl, lieber ein Troll mit all den Wunden, die ich schlage und bekomme, als, weiß ich nicht, mit einem rosa Puppenpäckchen gepackt zu sein. Mit der Illusion, ich würde was bewegen, weil ich wäre sehr gut in etwas. Ich wäre ein Vorbild für andere, weil ich vielleicht das gut kann oder Vorträge teile oder herumreise, ja, aber ohne wirklich mich an die Neuheit auszusetzen. Also ich glaube, genau deshalb war mir das wichtig, diesen Idealbegriff so zu betonen. Ich glaube, das hat quasi seinen Ort und ist auch eine wichtige, sozusagen, das kann eine richtige Mission sein, glaube ich, für Leute, das zu machen und zu kultivieren. Aber dann kann man das auch überall machen. Und ich glaube, dass gerade bestimmte Praktiken eben der Kunst, der Street Art, genau in so eine Richtung zielen. Und nicht so elitär sind, weil sie versuchen quasi viele Menschen, alle Menschen zu erreichen und sich quasi nicht in Galerien zurückziehen, um nur da quasi für wenige Leute minimale Wachheitseffekte quasi freizusetzen. Ja? Es ist halt überall dort notwendig, Messungen zu betreiben, wo halt gekämpft wird. Weil wir haben jetzt die Atombombe und wir sind jetzt als Menschen gezwungen, ja, in unseren Konflikten uns zu mäßigen. Es kann nicht anders laufen, sonst wäre hier einfach alles eingeäschert. Ja, dazu? Ja, da möchte ich gerne einfach nur ein Gegenargument vorholen. So eine Sache wie die Atombombe ist ja letztendlich für mich persönlich, das ist vorhin formuliert, ich bin gerne bereit, meinen Punkt zurückzuziehen, bei gegebenen Anlass. Ach so, ja. Aber ich möchte doch sagen, die Atombombe ist eigentlich nur die Weiterführung oder die Professionalisierung, die Spezialisierung, einer der wenigen letzten Schritte vielleicht, wahrscheinlich, vom Steine da. Was ziemlich langweilig Trollen ist, von Anfang an. okay, ich werfe einen Stein, ich werfe einen Wurst auf den Stein, ich bin weiter weg, ich bekomme Waffe und so. Das ist, ich mache mehr Schaden, aber es war ja von Anfang an in dieser Richtung und es ist nie kreativ geworden. Es ist eigentlich immer sehr maschinell langweilig gewesen. Genau. Rüstungsmaschinerie, genau. Das wird nicht produziert. Dann ist der Atombombe eigentlich für einen Troll eigentlich, den romantischen Troll, ja, zu langweilig, um gleich anzupassen. Also das ist halt kein Wahrheitseffekt, den Atombomben mehr zu lassen, weil wir mittlerweile alle wissen, dass, wie man das 7-mal von der Erde wegfliegen kann oder so. Und das ist
kannst es wissen. Das ist keine neue kreative Lösung, nicht von der Erde weggebunden. Aber wir gehen jetzt in Maßlosigkeit. Und wenn fertig ist, Powerplay. Kein Limit mehr. Eure Vollgas lässt. Eure Fesselung. Das geht mir. Das ist ja einfach die Mäßigung. Ich dachte immer, der Troll möchte gerne die Welt brennen sehen, also sehen, wie sie brennt. Ja, aber, nicht, das, aber das ging nachher noch was hilfreich. Wir haben noch einen Kommentar direkt dazu. Darum geht's. Ich glaube, die. Also, was ich schwierig finde, also als Konsequenz aus diesem Blick auf den Troll, der Blick guckt sehr ausschließlich auf das individuelle Erleben des Trolls als Einzelperson und der Getrollten Gemeinschaft als Haufen von Einzelpersonen, von denen jeder für sich eine Irritation von Gewissheiten erlebt. Aber der Troll stört ja auch die Gemeinschaft. Also er stört das Mehr der Individuen, was im Miteinander entsteht. Nämlich zum Beispiel eine Kommunikation, in der etwas passiert, was über den Erkenntnisgewinn des Einzelnen hinausgeht. Und das geht bei diesem Blick auf den Troll quasi unter. Der Troll kann Wachheit zum Beispiel nur nicht bei einer Gemeinschaft erzeugen, sondern nur bei den Individuen, die eine Gemeinschaft bilden. Der Mehrwert kippt dabei, aber quasi, der wird dabei ein bisschen ignoriert. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Phänomens, warum Trolling an Bedeutung gewinnt. Wir sind eine Gesellschaft, die mehr und mehr aus sich als einzeln begreifenden Menschen besteht. Das Internet mit seinen Foren und sowas fördert das auch. Ich bin überall erstmal ein Einzelner und nicht, wie wenn ich in einem Raum mit Leuten sitze, erlebe ich mich nicht so sehr als Teil einer Gruppe. Also in manchen Computerspielen oder so funktioniert das dann wieder anders, aber das ist trotzdem ja nicht der Standard. Wenn ich jetzt auf die üblichen Foren oder sowas gucke, wo Trolling sich mal etabliert hat. Und genau, also da würde ich genau mitgehen und würde an der Stelle nochmal unterstreichen, quasi einen Aspekt von dem Nietzsche-Zitat hier. Von Nietzsche gibt es ja auch die Äußerung, der Mensch sei ein Tier, das versprechen darf. Und ich glaube, die Dimension des Versprechens quasi ist genau derjenige Ort, von dem ich vorhin gesprochen habe, als ich gesagt habe, es gibt sowas wie Verbindlichkeiten, die im Spiel der Kommunikation selber erzeugt werden können und die stabilisiert werden können. Auch hier heißt es ja in dem Zitat, dass es ein Gelöbnis sei. Ja? Und ich glaube, dass diese Art der Selbstbindung, sozusagen der autonomen Selbstbindung an auch geteilte Projekte genau eine wichtige Dimension ist, die man hier sozusagen nicht so deutlich erfassen kann, die aber sozusagen für Menschen und für Dinge, die man gemeinsam tut, unbedingt absolut relevant ist. Die aber zum Beispiel untergeht, wenn der Troll sich als Mission in Sachen Wachheit der Menschen versteht. Das ist ein individueller Blick. Ja? Der Troll, der sich als Mission der Wachheit versteht, der stellt seinen individuellen Anspruch an Wachheit über zum Beispiel Gemeinschaft. Das ist, genau, und verweigert die Teilnahme. Ich meine, da ist... Ist eine legitime Werteabwägung, aber er beschädigt auch, indem er sagt, ich muss euch wach machen. Ja, da ist quasi der Verweis vielleicht auf Sokrates nochmal interessant, ne? Weil Sokrates ja den Schierlingsbecher trinken musste, ne? Und quasi aus der Gemeinschaft verbannt worden ist. Und vielleicht gab es dafür Gründe, die möglicherweise in so eine Richtung gehen. Ne? Ja, ja. Vielleicht ist das, bevor man sich jetzt verrennt und sagt, der Troll möchte die anderen aufwecken. Ist die Frage, okay, man hat jetzt zwei Gruppen an Menschen. Die einen sind nur Trolle, die andere Gruppe sind halt nur Schlafende. Da habe ich, weiß ich sofort, in welche Gruppe ich bin. Nicht, weil ich auch selbst unter den Trollen, das ist quasi, wenn man, persönlich in der Richtung. Ja. Immer auf dem Kongress, vom Hacker-Kongress zu sein und dann zurückzukommen, das ist eine Charakterprüfung, weil entweder man geht raus und lernt mit den Haien zu schwimmen, so ein bisschen, oder man kommt zurück in sein kleines Kackdorf, wo man einfach der größte Windows XP hält. Ja, und wo einem alle zu Knien liegen. Und dann doch lieber die Ecke mit den Trolls, die das einfach aus einem inneren Bedürfnis der Wachheit, was für mich Menschheitsdefinitionsbegriff ist, herausmachen. Ich empfinde den Troll natürlich manchmal als jemand, der aufmerksam, hungrig ist.
aber auch nur, weil er gerne wach geblieben das ich möchte. Vor ein paar Stunden noch, da waren die meisten im Schlaf, das jemand sich beschwert, das Internet ist langweilig. Ja, ich möchte wach bleiben, ich brauche neuen Input, das Internet ist langweilig. Und das finde ich, also ich find, das ist halt sehr viel interessanter. Also das ist auch eine Frage der Medienkompetenz, ich meine, das ist ein Punkt, das ist auch eine Frage der Medienkompetenz, wir gehen damit um. Wir haben in unserem Hackspace haben die Leute, die sind jünger als 13, die könnten wahrscheinlich mit den Fähigkeiten des Darknet und sich Sexsklaven anschauen, Fotos, wie man die so kriegt. Und da kann die Gesellschaft mit ihren protokollierten Kommunikationsstrukturen überhaupt nicht mehr helfen. Also die ist dann weg, weil der Troll so weit vorne weg, der Hacker, so weit vorne weg ist, der ist so auf sich allein gestellt, dass man, solange der noch mit den ganzen Beziehungskanten in der Gesellschaft drin ist, einfach nur irgendwie ausstatten muss, dass er alleine klarkommt. Ich glaube, da geht die Gesellschaft auch hin. Wenn Leute sagen, ja, wir müssen aushandeln, wir müssen miteinander kommunizieren, dann sehe ich sofort einen Spiegelredakteur oder von Einbahnstraßenmedien einfach so, wieso schenkt mir denn keiner mehr die Aufmerksamkeit, die ich früher immer so genossen habe? Weil man es nicht mehr braucht. Auch sind wir nicht, wenn jemand sagt, wir verhalten uns wie Individuen oder man kann sich mit den Individuen verhalten, glaube ich nicht, dass wir uns wie Individuen verhalten, sondern wie Konsum auch erzwungene Egoisten. Die Individualität ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, ich bin nicht ein Individuum, weil ich Hipster-Klamotten trage zum Beispiel. Und ich glaube, da ist dieser Troll-Ansatz einfach die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Und deswegen finde ich diese romantische Vorstellung eines Trolls großartig. Mhm. Genau, man könnte vielleicht, also vielleicht nur als Versuch der Versöhnung, nur versuchen zu fragen, genau, ob es nicht, quasi, wenn man diesen Idealbegriff des Trolls ernst nimmt, ob es nicht trotzdem die Möglichkeit, quasi gerade auf dieser Basis, trotzdem der Etablierung von sowas wie Vertrautheiten oder Verbindlichkeiten im Spiel der Kommunikation gibt. Und die müssen sich dann eben erweisen. Das heißt schon, dass wir unsere Kommunikation vor allem innerhalb des Internets rejustieren müssen. Aber wir werden auch quasi da Zonen der Verbindlichkeit wieder entdecken. Und gerade Imageboards sind, glaube ich, ein ganz interessantes Beispiel, wo man auch solche Zonen der Verbindlichkeit irgendwie wieder ausmachen kann, obwohl ich da jetzt nicht mir genug Gedanken drüber gemacht habe, um da was Substanzielles zu sagen. Aber so viel vielleicht. Wir müssen wahrscheinlich zum nächsten... Ich denke, was wichtig ist, ist, wir reden jetzt hier über den Idealtroll, etwas romantische Sicht. Ich denke, ein Großteil der Trolle, die sich da draußen rumtreiben, sind halt kein Idealtroll. Absolut nicht. Und, das ist das Problem eigentlich. Absolut, genau. Ja, da ist einfach mit diesem Begriff Troll ein bisschen ein Problem. Das, was er hier als Idealtroll beschrieben, das könnte man jetzt... Ich meine, das wäre jetzt gar nicht so weit hergeholt, wenn man einfach Troll mit Hacker austauscht. Mhm. Ja, also dieser Absolut. Vorhin. Weil was ich unter einem Hacker verstehe, ist im Prinzip genau das. Dieses Hinterfragen von festgefahrenen gesellschaftlichen Normen bis hin zu, ne, was weiß ich, irgendwelche Gegenstände anders nutzen als üblich. Genau, latente Möglichkeiten freischalten und mit denen kreativ umgehen. Trollen. Genau. Da wird jetzt einfach das Begriff Troll für zwei komplett gegensätzliche Persönlichkeiten verwendet. Einmal den Idealtroll oder Hacker, der konstruktiv irgendwas verändern will, vor allem verbessern will, Sachen abreißen oder Mauern niederreißen, um daraufhin was Besseres oder Neueres aufzubauen. Mhm. Und der andere negative Troll, der einfach nur zerstört. Also wenn man ein Kartenhaus baut, kann man entweder mal auf die Tischplatte klopfen und gucken, ob es hält. Und wenn es nicht zusammenfällt, dann baut man es halt noch stabiler oder besser. Oder man haut halt mit den Fäusten auf die Karten ein, dass sie so verknickt sind, dass man den dann nicht mehr brauchen kann. Genau. Und das ist für mich das absolute Gegenteil. Und damit habe ich ein echtes Problem, mit dieser Trollkorn auch, dass ein Begriff für komplett entgegengesetzte Ideal verwendet wird. Ich meine, das Problem ist quasi, wenn wir uns um Begriffe streiten, dass man ja auch weiß, dass Begriffe immer quasi in verschiedenen sozialen Kontexten verschieden verwendet werden. Und gerade der Begriff des Hackers ist ja da sehr gut, weil der ja quasi in der gesamtgesellschaftlichen Verwendungsweise auch nicht das meint, was du gerade beschrieben hast, sondern wenn wir quasi in der Öffentlichkeit von Hackern gesprochen hören, dann werden ja meistens quasi Leute gemeint, die oft Script-Kiddies sind, die selbst sozusagen gar keine so... Also,
Genau, die aber gerade destruktiv quasi in die Latenz von Apparaten und Systemen einbrechen, und da dann, um da dann was mitzumachen. Und ich glaube, dass deswegen würde ich da vollkommen mitgehen, auch bei deiner sozusagen Beschreibung des Idealhackers, würde ich vollkommen mitgehen. Würde auch sagen, auch der sozusagen Idealkünstler, Idealphilosoph, ich würde da gar keinen, an der Stelle, gar keinen so großen Unterschied machen, weil ich glaube, es geht jeweils darum, quasi bestimmte Erkenntniseffekte zu erzeugen, Wachheitsmomente zu erzeugen, die man jeweils ähnlich beschreiben kann. Und insofern würde ich da mitgehen. Und die Romantisierung ist immer ein Problem, sozusagen. Aber das würden viele in Bezug auf, glaube ich, die Romantisierung des Hacking auch sagen. Ja, wobei ich die notwendig finde, die Romantisierung. Ja. Weil es muss ja irgendwo ein Ideal geben, dem man nacheifern kann oder an dem man sich orientieren kann. Absolut, genau. Und deswegen... Erreichen tut man das nicht, deswegen ist es ja ein Ideal. Aber genau. Aber wenn man zum Beispiel, man könnte auch über Duchamp zum Beispiel reden, ne? Wie der quasi diese Readymades, den Fountain zum Beispiel, in der Kunstausstellung installiert hat. Das war ja gerade so eine sozusagen Freisetzung latenter Möglichkeiten. Ja, bisher hat man immer gedacht, Kunst müsste irgendwie was Inspiratives, was Kreatives haben, irgendwie einen Werkcharakter. Er unterläuft quasi diese Idee und setzt quasi eine neue Möglichkeit frei und erzeugt genauso einen interessanten Effekt. Man könnte es als Hacking beschreiben oder als Trolling. So, das gibt auch Leute, die das tun. Da war noch eine Frage und da nochmal, dann hören wir vielleicht auf. Das ist meine Frage schon beantwortet. Okay. Ja, nur noch im Anschluss an diese verschiedenen gebrauchten Begriffe. Es sind ja nicht nur die Begriffe, sondern es sind durchaus ein und dieselben Effekte, die in verschiedenen Kontexten auch verschieden gut ankommen. Absolut. Also ein und dasselbe Trolling dann wird bei dem einen als destruktiv empfunden, also im Idealfall, ja, beim einen als destruktiv empfunden, weil es für ihn gerade beim produktiv erlebte Muster aufbricht, während es für einen anderen vielleicht konstruktiv ist, weil es eine Festgefahrenheit aufbricht. Genauso mit dem Hacking, ja. Das Knacken eines Systems kann auch destruktiv sein, wenn es besten Gewissens und Willens nach Erfolg. Genau. Und umgekehrt natürlich. Ja. Und aktuell haben wir das Ganze mit dem Begriff des Whistleblowing. Ja. Also der gute Brad Manning ist offensichtlich, also allem Anschein nach, eigentlich ein schlechtes Beispiel für einen Whistleblower, weil er es überwiegend nicht aus gesellschaftlichem Aufklärungsantrieb gemacht hat. Ja, während Edward Snowden vermutlich das positive Beispiel ist. Ja. Genau, genau. Aber ist Brad Manning jemand, der den Begriff des Whistleblowings beschädigt hat? Müsste man dann argumentieren, ja. Ja. Vermutlich wird jeder sagen, hä? Nee, da doch nicht, er ist doch da den Idealtyp des Whistleblowers. Ja. Wenn ich mir seine Antriebe angucke, würde ich sagen, nee, tendenziell nicht, wegen der Wirkung halt. Aber wegen der Wirkung werden auch Begriffe wie Hacking oder sowas ja unterschiedlich betrachtet. Genau. Also dann ist ja. Der Blick der Rezipienten relevant und nicht der Hacker selber, die es machen. Genau, aber da wäre mir dann wichtig, dass man vielleicht versucht, quasi deshalb ambivalente Theorien zu entwickeln, also die sozusagen beide Aspekte mit drin haben, sodass wir das beurteilen können und trotzdem noch Kriterien haben, um zu unterscheiden zwischen dem, was wir als gut bezeichnen wollen und nicht. Dann können wir quasi immer noch über die richtige Theorie streiten, aber wir haben quasi dieses Werkzeug noch bei der Hand. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir beenden die Diskussion an der Stelle und können dann danach nochmal sprechen. Vielen Dank. Du bekommst ein schönes Pony. Herzlichen Dank.